Herzlich willkommen zu einer neuen Folge She's the Man. Ja, Leute. We're back. Ich glaube, es geht schon wieder los. Wir haben noch eine offene Rechnung in diesem Video zu begleichen. Erzähle ich dir gleich von. Ja, okay. Und also nichts Schlimmes. Okay. Und wir behandeln heute ein Thema, über das wir uns jetzt auch noch gar nicht ausgetauscht haben. Ja, Tatsache. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Geschichten einfach mal jeder sein Part, ne? Einfach mal jeder seins, ne? Süße. Und, heute wird es, glaube ich, traurig so ein bisschen. Es könnte traurig werden. Also, offene Rechnung. Wir haben auch noch eine Wette am Laufen, ne? Ach so, ja. Diejenige, die als erstes... Schreibt erstmal bitte, also die offene Rechnung ist... Diejenige, die es als erstes schafft, eine Geschichte komplett fehlerfrei vorzulesen, die kriegt 10 Euro. Ja, und ihr könnt ja jetzt mal in den Kommentaren tippen, wer es heute schafft. Ja, ja. In den Podcast-Kommentaren, ne? Genau. Ja, Leute, entschuldigt dieses Freie hier, aber das geht nicht anders. Ich habe eine Hose an und die, eigentlich sieht man die auch. Genau. Das ist nun mal jetzt einfach, wie es ist. Und die, das ist einfach so. Süße. Das Intro ist wieder so professionell, da kann ich wirklich nur applaudieren. Was ist los, meine Maus? Ich kann da auch nur noch lachen. Ach so, ich dachte, also, du hast jetzt was beizutragen. Ja, wollte ich. Ich wollte jetzt mal ins Thema starten. Wir sprechen heute über Trennungen, Leute. Wie gesagt, genau, es könnte ein bisschen traurig werden. Ich habe damit ja wirklich viel Erfahrung gemacht in meinem Leben. Stimmt, du hast echt mega viel. Ich bin ja der Trennungsboss. Du bist der wirklich der größte Trennungsboss und es ist nicht so, wie die meisten Leute denken, dass... Leute, es denken ja wirklich extrem viele... Dass du verlassen wirst. Dass ich immer verlassen werde. Sag mir mal eins, wer hier im Raum noch nie verlassen wurde, das bin definitiv nicht ich. Spaß, das ist ja auch nichts, wo man jetzt stolz drauf sein muss. Aber ich möchte aber an der Stelle nochmal betonen, du bist dass ich noch nie verlassen wurde. Ja, du bist sehr klar in den Dingen, die du halt möchtest und die du nicht möchtest. Genau. Und wenn dir da auch nur was halt nicht passt, dann ist das halt auch, für dich hat das dann nicht mehr viel Funktion. Genau, weil bei mir muss immer alles so laufen, wie ich das will. Nicht Spaß, aber. Wir sind in einer falschen Folge. Nee, aber ich bin da ja immer sehr straight mit, weil meine Zeit ist mir ja wirklich heilig und das ist ja auch nicht immer richtig, sich immer gleich zu trennen. Man könnte auch an einer Beziehung arbeiten, aber mir war noch nie danach. Ja, und das ist auch okay. Das muss ja jeder so wissen. Genau. Also so mal machen, wie er Danke, das meint. Danke, dass du das okay findest. Kein Problem. So. Ich kann zum Thema Trennung nur sagen, ich finde das ganz schlimm. Ich hatte in meinem Leben erst eine richtige so eine Beziehungstrennung und ich fand das ganz schlimm. Ich hatte mal eine Freundetrennung, also eine schlimme und das begleitet mich wirklich bis heute noch. Das ist wirklich mega schlimm für mich. Ja, das weiß ich. Und ich denke da immer wieder noch dran und das ist wirklich katastrophal, aber ich kann das halt nicht ändern und ja, manchmal muss man auch Sachen einfach akzeptieren. Ne? Trennungen sind wirklich immer auch so schlimm, nicht nur weil etwas zu Ende geht, sondern weil der Körper und der Geist sich an eine komplett neue Situation gewöhnen Genau, muss. Weil man ist ja an eine Person gewöhnt und diese Umgewöhnung ist ja auch das, wovor man so Angst hat, ne? Ja. So wie, was habe ich denn überhaupt gemacht? Oder was mache ich denn dann jetzt, wenn ich die Person nicht mehr habe? Das ist alles anders. Aber meistens. Im Endeffekt, und vor allen Dingen kann ich das ja sagen, weil als hätte ich jetzt auch schon 20 Trennungen hinter mir, aber trotzdem, es geht ja wirklich tatsächlich immer weiter und auch ich, obwohl ich ja immer diejenige war, die sich getrennt hat, es ist immer traurig, wenn du jemanden verlassen musst. Und bei mir gab es ja jetzt nie so Gründe, wie dass ich betrogen wurde oder so. Das ist immer traurig, weil du weißt, dass du jemanden mega wehtust. Und das ist einfach nie was Schönes, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es gehört im Leben dazu. Und ich wünschte auch so auf Freundschaften vor allen Dingen bezogen, ich wünschte mir, hätte auch mal jemand gesagt, dass sich die Wege auch irgendwann mal trennen. Weil wenn du so anfängst, erwachsen zu werden, geht das ja los, ne? Dass du bekommst dich trennst es halt so, von den Leuten. So schleichend mit, aber dir sagt das wirklich keiner. Ja, und ich dachte Deine Freunde mir, sind nicht für immer, das weißt du ja nicht von Anfang an. Ja, und ich dachte mir halt irgendwann mal so, boah, wenn ich jemals Mutter sein werde, dann werde ich mein Kind ab einem gewissen Alter so langsam darauf vorbereiten, dass nichts für, also dass eine Bindung nicht immer alles für immer so für immer ist. Hält und dass das auch in Ordnung ist, dass auch nicht jeder Mensch dafür bestimmt ist für immer. Also weißt du, man muss das doch jemandem, weil das war ja wie eine Klatsche ins Gesicht. Ja. Ne? Boah, und ich weiß noch, Leute, meine erste Trennung von meinem ersten Freund, da
Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, als man noch so ganz jung war und einen Freund hatte. Oh mein Gott, ja. Da dachte ich ja wirklich, das Leben hat keinen Sinn. Ist vorbei. Ja. Boah, das war. Auf jeden Fall. Das werde ich auch niemals vergessen, weil so. Boah, das war ja ganz schlimm. Ey, bei mir war das auch. Ich war da 14 ziemlich genau. Da hatte ich meinen ersten Freund. Also, ich hatte schon im Kindergarten einen Freund. Ja, ne? So war es halt. Ist ja lächerlich. Das war auch komplett lächerlich. Ich war mit dem 2 Wochen zusammen, dann hatte der keinen Bock mehr auf mich, hat mich einfach fallen lassen. Und das war für mich das Allerschlimmste, ja. Obwohl ich nicht mal mit dem in der gleichen Stadt gewohnt habe. Also wir haben uns nicht mal so wirklich oft gesehen, aber es war für mich einfach extrem schlimm. Und dann haben auch meine Freunde so gesagt, boah, so ein Arschloch, wie kann er nur? Und dann hat mein bester Freund damals auf meine Pinnwand bei Facebook gepostet, dieses Lied. Gallery. Oh Gott. Galerie von ja. Skelesy heißt der, glaube ich. Ne? Keine Ahnung. Wo die so sagen, ja, er hat sich sowieso nicht verdient und so. Und du dachtest dir so, und das und wird ich, er jetzt ja. sehen. Und dann wird genau. er sich in Grund und Boden schämen ja. und wird mich ja. zurückhaben wollen. Nee, und das ich, nicht. Ich dachte, ach, ich wusste, dass er mich nicht zurückhaben will, ja. aber ich dachte mir, der, dann denkt er sich so, boah, ich habe echt Scheiße gebaut. Der hat sich ganz gedacht. Nee, der dachte sich, oh Gott, ist die peinlich, dass sie das jetzt auf der Pinnwand hat. Ach, der soll die Schnauze halten, Alter. Der hat mir doch. Das sind dann so Leute, die kommen dann so wirklich 10 Jahre später, ja. schreiben die dir dann bei. Krass, Insta was aus dir geworden ist. Genau das hat er geschrieben. Das habe ich auch schon ein paar Mal bekommen. Genau das hat er geschrieben. Das ja. ist ja wirklich die Frechheit in Person. Und ich dachte mir so, boah, wirklich traurig, was aus dir geworden ist. Ja, du bist wirklich, du siehst noch gleich aus, du hast einen Kackjob. Nee, die sehen dann nicht mehr gleich aus, die sehen ja noch viel schlechter schlimmer aus. Ja, siehst du darauf ein High Five, ne? So, dann kommen wir mal zu euren Trennungen. Ja. Ich bin mal wieder wirklich gespannt, was uns erwartet. Die Leute, die uns jetzt nicht kennen, die dachten gerade, boah, das sind so richtig arrogante, abgehobene Ziegen. Wisst ihr was? Süße, jetzt sei doch mal sympathisch. Da habt ihr einfach nur recht. Ich mach Spaß. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen auf Spaßbasis. Wir wirken richtig? Eigentlich mega authentisch und witzig, ehrlich gesagt. Okay, sind wir auch. Ja, genau. Okay. Lissi, willst du uns deine erste Geschichte vorlesen? Ich kann das gerne machen. Okay. Okay. Hey, ihr Lieben, ich habe mich nach 3 Jahren von meinem Freund getrennt. Es fiel mir unglaublich schwer, aber ich habe gemerkt, dass von meiner Seite aus die Gefühle für eine Beziehung nicht mehr ausgereicht haben und ich mir keine Zukunft mehr mit ihm vorstellen kann, obwohl er eigentlich... obwohl eigentlich alles gut gelaufen ist zwischen uns. Die 10 Euro kriegst ich du nicht. Ich wollte gerade sagen, aber gleich vielleicht. Es war für uns beide unglaublich schwer. Für ihn natürlich besonders, da ich nach wie vor seine Traumfrau bin und er sich niemals getrennt hätte und mich immer noch liebt. Die Trennung ist jetzt circa 5 Monate her und mir geht es eigentlich sehr gut mit meiner Entscheidung. Wir haben hin und wieder noch Kontakt und auch meine Freunde schreiben ab und zu mit ihm, weil sie sich gut verstanden haben. Ihm ging es nach der Trennung immer schlechter, bis er jetzt schließlich eine Depression diagnostiziert bekommen hat. Er hat eine Therapie und Antidepressiva verschrieben bekommen. Ich mache mir total Vorwürfe und weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich denke, es wäre eigentlich am besten, wenn wir den Kontakt erstmal abbrechen würden. Er sagt aber, dass es ihm wichtig ist, ab und zu noch von mir zu hören, was ich eigentlich auch schön finden würde, aber ich habe Angst, dass er sich dann irgendwie noch Hoffnung macht. Und ich versuche, mir nicht so viele Vorwürfe zu machen, weil die Trennung ja eigentlich nicht das Richtige war. Weil die Trennung ja eigentlich das Richtige war. Boah, Leute, das ist ja wirklich mit mir heute, ne? Kennen wir ja. Da es ihm und auch mir gegenüber ja nicht fair gewesen wäre, wenn ich nur aus Mitleid mit ihm zusammengeblieben wäre. Trotzdem belastet mich die Situation sehr und fühle mich verantwortlich für seinen gesundheitlichen Zustand. Wie würdet ihr mit meiner Situation handeln? Süße, erstmal ganz kurz off-topic. Ich fühle mich wie ein McFit-Pumpbruder mit meinem Muskelshirt. Leute, ich hatte eigentlich einen Blazer, aber der hat von der Farbe, da habe ich mich verrannt. Das hat nicht gepasst und du jetzt fühle ich mich... Du hast dich richtig verlaufen. Süße, das ist mega abartig, was ich mir hier erlaube. Ich fühle mich so unwohl, dann auch noch mit diesem komischen Zopf. Also wirklich, verzeiht mir mein Auftreten an der Stelle. Süße, du siehst wirklich mega gut aus. Danke, Süße, aber ich... Und jeder wird jetzt auch in die Kommentare schreiben, Maja, du siehst richtig gut aus. Kommt, gib mir das mal. Ich habe das heute nötig. Nein, Spaß. Aber ich, boah, diese Arme, das ist mir... Ich mag so du T-Shirts Du hast doch so ohne... schöne, schlanke Arme. Du nee, kannst süß, dir das ich voll mag erlauben. Das nicht. Ich würde am liebsten mich eigentlich jetzt nochmal umziehen. Aber der Zug ist ja wirklich jetzt abgefahren. Ja. Kommen wir zu der Story. Ganz kurz, du bist auf gar keinen Fall für seinen gesundheitlichen Zustand zuständig. Genau. Leute, die Depressionen haben, also die Depressionen entwickeln sich meistens... Ich bin kein Psychologe.
aus Erfahrung, meistens entwickeln die sich nicht durch eine Trennung oder durch irgendein Ereignis, sondern meistens ist das so ein bisschen in der Persönlichkeit schon verankert, dass die Leute einfach nicht so belastbar sind oder halt sehr emotional und mit vielem einfach nicht so klarkommen. Und ich glaube, eine einzige Person ist daran nicht schuld. Also jetzt in deinem Fall, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Deswegen bitte mach dir da schon mal keinen Vorwurf. Was wolltest du sagen? Ich wollte ihr auch sagen, dass sie sich keinen Vorwurf machen braucht. Und eine Trennung heißt nicht, dass man nicht mehr füreinander da sein kann. Ja. Du kannst für ihn da sein. Du musst ihm halt, hast du ja eigentlich mit der Trennung auch gemacht, ihm klar machen, dass du für ihn da bist als Mensch, weil er dir noch wichtig ist, nicht weil da für dich noch irgendwelche Liebesgefühle im Spiel sind. Und dann kannst du trotzdem für ihn da sein. Ja, ich würde glauben. Ich kann das verstehen, dass man sich Vorwürfe macht. Wahrscheinlich hat die Trennung die Depression auch natürlich nicht begünstigt, sondern war eher nochmal ein Auslöser für so eine auch depressive Phase. Ja. Aber das hat, also du, das gehört leider im Leben dazu und man kann an so einer Stelle dann auch nicht unbedingt Rücksicht nehmen, weil das wäre ja auch nur vorgespielt. Ja, eben hat sie ja auch gesagt, sie kann nicht aus Mitleid mit ihm zusammenbleiben. Genau, und deswegen ist das schon in Ordnung und wie ich eben gesagt habe, eine Trennung ist immer scheiße, auch wenn man derjenige ist, der sich trennt, weil du weißt, dass du jemandem wehtust. Aber leider Gottes gehört das dazu, das ist das Risiko, was du eingehst, wenn du eine Beziehung eingehst. Ja, aber ich finde auch, ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil sie hat ja selber gesagt, er sagt, dass es ihm wichtig ist, dass sie für ihn da ist und sie fände es auch schön. Ja, genau. Das Einzige, was dich ja aufhält, ist, dass du Angst hast, dass er sich Hoffnung macht. Das musst du aber da musst du wirklich klipp und klar einfach sagen, hey, ich bin für dich da, weil du mir als Mensch wichtig bist, aber ich werde auf gar keinen Fall wieder jetzt mit dir zusammenkommen. Aber ich bin trotzdem immer da. Ja, genau. Das, bei solchen Menschen muss man das, glaube ich, leider so klar sagen. Aber ihr mögt euch ja trotzdem und das ist auf gar keinen Fall verkehrt, wenn du jetzt dich weiterhin so ein bisschen emotional um ihn sorgst. Ja. Oh. Das ist wieder total traurig. Ja, ach Mann. Ja, Mäuse. Mega schlimm. Aber oft ist man, steht man durch sowas, natürlich, das ist jetzt eine Depression, das ist diagnostiziert, der bekommt Tabletten und alles. Aber manchmal gibt es auch so Leute, die dich dann so emotional unter Druck oder emotional erpressen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich bin wegen dir depressiv, das ist keine Depression. Mir geht es so schlecht und wegen bla. Dir. Und die, ja, und das, also sowas geht ja gar das nicht. Das ist wieder Folge mal, toxische Beziehung. Da muss man auch mal klipp und klar sagen, so geht's jetzt nicht. Ja. So, weiter geht's. Hallo ihr Lieben, es geht um meinen Ex und wir die 10 Euro gehören mir auch nicht. Scheiße. Es geht um meinen Ex und ich, wir haben, ja da ist auch wieder kein Komma oder Punkt. Wir haben uns vor 3 Wochen getrennt, weil ich fremdgegangen bin. Ich weiß, dass man sowas nicht machen sollte und sowas eigentlich nicht verzeihbar ist, aber ich habe mich sehr einsam gefühlt und so ist es halt dazu gekommen. Also du hättest ja auch einfach zu deinem Freund sagen können, mir geht's nicht gut. Ich brauche jetzt wirklich deine Aufmerksamkeit. Ah, egal, dazu kommen wir gleich. Das ist ja wirklich keine Ausrede. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, da ich diesen Mann so sehr... Nein, du liebst ihn wirklich gar nicht von Herzen. Spaß, okay. Entschuldigung. Da ich diesen Mann so sehr vom Herzen liebe. Ich weiß, man kann die Tat nicht nachvollziehen, wenn man jemanden liebt. Ich hoffe, ihr könnt mir einen Rat geben, wie ich ihn irgendwie zurückbekomme. PS, ich nehme mir eure Antwort immer sehr zu Herzen und bin echt froh, dass ihr so ein Format habt. Bitte hört nicht auf damit. Boah, das fällt mir jetzt sehr schwer, weil ich bin der Meinung, wenn man jemanden wirklich von Herzen aufrichtig liebt und es einem an nichts fehlt, dann geht man nicht fremd. Ich kann mir das, also ich persönlich kann mir das nicht erklären, aber ich weiß, dass es das irgendwie zu geben scheint. Ich glaube, das gibt es in ganz bestimmten Fällen. Oh, das ist so schwer. Ich wollte sowieso, hatte ich dir auch schon mal gesagt, noch eine Folge über Fremdgehen machen. Machen wir definitiv früher oder später. Ja, finde ich nämlich super interessant. Ich finde es auch super interessant. Und ich habe dazu einen Podcast gehört und da war so ein krasses Thema, wo ich wusste, wir werden uns bestimmt nicht einig werden. Und da bin ich einfach nur drauf gespannt. Ups. Ich finde es schon mal eigentlich schon krass, dass sie uns das schreibt, weil sie sagt, ich bin fremdgegangen, ich weiß, es ist unverzeihlich. Ja. Das Ding ist halt, du kannst nicht sagen, aber ich habe mich sehr einsam gefühlt. Bevor es dazu kommt, musst du ja mit dieser Person sprechen. Man kann das ja eigentlich verhindern, wenn man will. Aber das wollte sie nicht. Ja.
Genau. Also man kann das immer verhindern. Yeah, probably. Aber wenn es einem nicht wichtig genug ist und nicht genug an der Beziehung hängt, dann verhindert man das auch nicht. Und ja, was du jetzt machen kannst. Boah, das ist so schwer. Was macht man? Ich habe da wirklich, da bin ich wirklich. Das Ding ist, ich finde Fremdgehen nicht. Da fehlen in allen Fällen unverzeihlich. Das Problem ist, wenn es verziehen ist, ist das Vertrauen ja so gebrochen, dass ja. die Beziehung danach einfach holprig ist, anstrengend ist. Der andere Mensch wird dir wahrscheinlich die ganze Zeit Missvertrauen gegenüberbringen. Ja, und das ist dann auf Dauer für dich anstrengend. Da sagst du, ja, wenn du mir verziehen hast, dann musst du mir das auch, dann kannst du mir das nicht immer und bla und ja, genau so habe ich das auch gemacht. Aber um dir jetzt mal vielleicht einfach... Ich habe immer gesagt, Bushido ist mein Vorbild, ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Ja, das ist auch so. Das bleibt einfach ein Knacks für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Und ich frage mich auch, ob du ihm das gesagt hast. Ich glaube schon, weil sonst hätte sie ja... Oder? Also ich kann ja schon mal das Thema anschneiden. Okay. Ich mache mich damit bei sehr vielen unbeliebt, aber bitte, bevor ihr jetzt darüber urteilt, denkt darüber nach. Wir nehmen an, sie ist ihm fremdgegangen. Da musst du dich erstmal jetzt festhalten. Okay. Wir nehmen an, sie ist ihm fremdgegangen und er hat es nicht rausgefunden. Und sie muss jetzt, um ihr eigenes Gewissen zu befreien, ihn damit belasten und sein Vertrauen in sie und in zukünftige Beziehungen belasten, um ihr eigenes Gewissen, also sozusagen aus, ja, es ist ja sozusagen... Um sich selber zu entlasten, belastest du den anderen. Ja, so. Es ist wirklich ein mega komplexes und schwieriges Thema. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig finde, jetzt darauf einzugehen. Aber nee, gehen wir auch nicht. Ich wollte das nur mal so... Prinzipiell verstehe ich deinen Ansatz. Mhm. Aber... Wir müssen das nochmal ausklamüsern. Ich finde es irgendwie auch völlig falsch, jemanden zu hintergehen, zu betrügen in einer Beziehung mhm. und dann einfach die Beziehung weiterzuführen. Ja, natürlich, Süße. Also, weil Fremdgehen einfach falsch ist. Wie das jetzt genau ist, verurteilt mich nicht, weil ich will das jetzt nicht komplett ausführen, weil das wäre einfach zu umfangreich. Das ja. ist heute nicht das Thema, das werden wir aber machen. Die Frage ist halt, wenn er es rausgefunden hat, wird es, glaube ich, schwieriger, ihr das zu verzeihen, als wenn sie zu ihm gegangen ist und ihm das gebeichtet hat. Was du jetzt machen kannst, das ist ja die Frage. Du kannst nur um Verzeihung bitten. Beten? Mehr bitten. Bitten? Bitten. Und mehr kannst du nicht machen. Boah, das... Du musst dich aber auch fragen, warum habe ich das wirklich gemacht? Ich war einsam. Okay, warum habe ich nicht mit ihm gesprochen? Genau, das ist das. Warum bist du nicht zu deinem... Wenn du ihn über alles liebst, sie hat ja vom Herzen noch mal gesagt, sie sehr liebt vom Herzen. Vom Herzen, über alles. Warum gehst du da nicht zu diesem Menschen, mit dem du seit... Ich weiß auch nicht, wie lange die zusammen sind und so. Ja. Oder hat sie das gesagt? Nee. Warum gehst du nicht dahin und sagst, ey, ich fühle mich einsam, kannst du bitte kommen? Oder wenn, also... Ja, irgendwas passt mir oder nicht. Oder wenn du sagst, du liebst ihn über alles und du merkst gerade, du willst ihn betrügen. Ich will das immer noch mal betonen, Süße. Ja, weil das ist ja schon... Du musst dann einfach lachen. Das nein, aber leid. Das ist wirklich eine Aussage, die muss man ja für bare Münze nehmen. Weil sie das ja noch mal extra betont. Genau. So. Warum geht man dann, also ich mache dir jetzt gar keinen Vorwurf, aber ich frage mich, warum, also ich würde wahrscheinlich in dem Moment dann mit einer Freundin sprechen und sagen, oh mein Gott, ich bin gerade so kurz davor, bitte bring mich zur Vernunft. Du musst ja irgendwas dagegen tun, also keine Ahnung, wenn er dir wirklich so wichtig ist, dann denke ich mir, der ist ja vielleicht dir doch nicht so wichtig. Keine Ahnung. Was würdest du ihr denn jetzt als Rat geben? Du kannst ihn um Verzeihung bitten. Ja. Okay, also dasselbe. Aber mehr kann man ja nicht machen aus der Position. Du kannst ja nichts machen. Du kannst ja nur hoffen, dass er dir das verzeiht und dass das dann die Beziehung nicht auf ewig belastet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die Beziehung auf ewig belastet. Ja. Weil man vergisst sowas nicht. Und das ist die ganze Zeit, du guckst die Person an, du hast das Szenario im Kopf. Du denkst an die Person, du hast das Szenario im Kopf. Du siehst die andere Person, du hast das Szenario im Kopf. Du denkst dir die ganze Zeit, ich war nicht gut genug als Betrogener. Ja. Wie konnte sie mir das antun? Wie kann sie nur? Also du wirst da wirklich krank als betrogener Partner, wenn du dann weiter mit der Person zusammen bleibst. Meine Theorie, meine Erfahrung. Okay, jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz, ganz Besonderem. Denn der erste Mann, herzlich willkommen. Oh, ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut.
Nein! Es ist leider nur ganz kurz. Ach, aber schade. Der erste Mann hat uns um unsere Meinung und um unseren Rat gebeten. Und ich danke dir, dass du dein Vertrauen in uns steckst. Ich finde das richtig cool. Ich finde das voll mutig. Und ich fände das toll, wenn mehr Männer uns schreiben würden. Vielleicht auch einfach nur aus Interesse, was wir sagen. Das heißt ja nicht, dass ihr euch bei den euren Weibern die Tipps einholt. Aber na, muss auch keiner erfahren. Alles anonym. Ja. So, also. Hey, erstmal, ich bin wahrscheinlich der erste Junge oder Mann, der euch schreibt. Also, zu meiner Story. Ich war vor 9 Monaten in einer Beziehung, komme da nicht ganz mit klar. Okay, Moment. Er hat wirklich alles weggelassen. Ich mach's nochmal. Mach ganz langsam, Süß. Wir haben Zeit. Hey, erstmal, ich bin wahrscheinlich der erste Junge oder Mann, der euch schreibt. Also, zu meiner Story. Ich war vor 9 Monaten in einer Beziehung. Ich komme da nicht ganz mit klar. Ich komme da nicht ganz mit klar mit der Trennung. Ich habe sie über alles geliebt. Ich habe alles gemacht, was ich machen könnte. Zum Beispiel habe ich für sie gekocht, aufgeräumt und ich habe alles gegeben und nichts zurückbekommen. Und sie meinte, wir können halt auch Freunde sein. Und jetzt kommt ihr. Was würdet ihr machen? Danke für euren Rat. Ich muss da wieder an die 5 Love Languages denken, ne? Wenn er sagt, ich habe alles für sie gemacht und sie hat es für mich. Genau, sie hat ihm nicht gedankt. Nee, sie hat ihn zurückgezeigt. Ja, das meine ich ja. Ja. Vielleicht hat sie das auf so eine Art und Weise gemacht, wie du es nicht verstanden hast. Ja. Also ganz nochmal kurz, um das Thema anzuschneiden. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, guckt euch bitte alle Shame Videos on you. An. 5 Love Languages sind einfach verschiedene Sprachen der Liebe, die jeder Mensch irgendwie für sich anders definiert. Also es gibt Menschen, die definieren ihre Sprache der Liebe über materielle Dinge. Dann gibt es welche, die definieren sie über Worte, über Anerkennung, über Körperkontakt. Ja. Die verschiedene 5. gibt es. Und Zeit. Miteinander Zeit. Verbringen. Okay, so. Und bei dir ist das ja jetzt wahrscheinlich, dass du anderen deine Liebe oder dass deine Love Language einfach dieses... In welche Kategorie gehört das denn dann? Was hat er nochmal geschrieben? Kochen und? Ja, aufräumen, alle diese Taten. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt auch nicht kategorisieren. Genau. Vielleicht versteht sie das wirklich nicht und... Ja, aber die Trennung ist ja jetzt schon durch, ne? Da brauchen wir ihm ja also eigentlich, er fragt sich, er hat alles gemacht und sie hat mich trotzdem verlassen. Warum? Nee. Und was soll ich tun? Nee. Er will sie zurück. Sie hat gesagt, die könnten jetzt auch Freunde sein. Ja, also hat sie Schluss gemacht. Ja, sie hat Schluss gemacht. Ja. Aber die Frage ist... Ja, was kann ich tun? Sie meinte, wir können auch Freunde sein. Was würdet ihr machen? Ja, also, auf keinen Fall mit ihr befreundet sein. Ja. Süße, man kann mit dem Ex-Partner nicht befreundet sein. Ja, ich bin ja eigentlich auch immer der Meinung. Wenn du viel mehr Gefühle hegst für sie, als sie für dich, das geht nicht gut, dann machst du dir immer wieder Hoffnungen. Ja, du hast recht, das war ein komplett dummer Gedanke von mir. Du hast dich verrannt, ist es auch in Ordnung. Das geht leider nicht. Du musst, glaube ich, einfach damit klarkommen. Jetzt. Ja. Also versuch dich abzulenken, mach was mit deinen Kumpels, fahr in den Urlaub, wenn es möglich ist oder wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht, versuch da viel rein zu investieren, beschäftige dich viel mit deinen Hobbys oder versuch ein neues Hobby zu finden, wo du deine Zeit rein investierst, weil du musst ja jetzt erstmal gucken, dass du diese Lücke, diese zeitliche Lücke, die du normalerweise mit deiner Ex-Freundin gefüllt hättest, dass du die für die erste Zeit auffüllst, bis du über das Thema hinweg bist und dann ganz normal weitermachen kannst. Da muss man sich halt so ein bisschen zu zwingen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich bin der Meinung, dass man so am besten über Ablenkung, über so eine harte Trennung hinwegkommt. Das mit der Freundschaft, das war Käse, Entschuldigung. Ja, ich kann das so nur unterschreiben. So viel dazu. Kommen wir zur nächsten Story. Hallo ihr beiden. Mein Freund und ich sind seit über 3 Jahren ein Paar, beide 23. Vor einigen Monaten sind wir zusammengezogen und haben islamisch geheiratet. Bis zu dem Zeitpunkt lief unsere Beziehung wirklich sehr, sehr gut. In letzter Zeit kristallisieren sich dadurch, dass mein Freund sich wieder stärker mit seiner Religion beschäftigt, in Klammern Moslem, einige Probleme seinerseits, aber auch ich bekomme Zweifel, was unsere Beziehung angeht. Dass es nicht leicht wird mit 2 unterschiedlichen Religionen und Kulturen, ich bin Christin, aber nicht extrem gläubig, wusste ich schon immer. Nun erwähnt er immer öfter, dass er sich nicht mehr sicher ist, ob es in Zukunft, wenn wir Kinder haben sollten, noch mit uns klappen kann.
auch wenn er es sich wünschen würde, rein auf die Religion bezogen, da er beispielsweise nicht wollen würde, dass seine Kinder Weihnachten feiern. Er hat aber die Hoffnung, dass ich mich ändere, konvertiere. Warum möchte man nicht, dass seine Kinder Weihnachten feiern? So sauer. Das ist ja ein deutscher Feiertag. War das fertig? Nein, natürlich nicht. Da kommt wahrscheinlich noch ein Super-GAU. Kann ich ganz kurz was zwischendrin sagen? Kurz und knapp. Kurz und knapp. Bitte, wenn ihr mit jemandem zusammen seid und den nächsten Schritt plant, ob das jetzt eine islamische Hochzeit ist oder irgendwas, oder ihr überhaupt erstmal mit jemandem zusammen... Man muss ja über sowas zusammen, reden. Ihr müsst ja darüber reden, wie ihr euch die Zukunft vorstellt, sonst ist das absolut... Käse. Das geht ja nicht. Geld, man muss über Geld reden, man muss über die Vorstellungen reden, man muss über Kinder reden, wenn man Kinder haben will, man muss über alles reden, bevor man jemanden heiratet. Und wenn das in solchen wichtigen Punkten nicht passt, dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Nicht. So, weiter geht's. Da muss ich mir ja schon, ach, das ist ja, also, dass jemand nicht will, dass man Weihnachten feiert, das ist aber genauso schlimm, wie wenn sie sagen würde, sie will nicht, dass die Kinder Ramadan feiern. Warum nicht? Also, wo ist der Nachteil für dieses Kind? Das ist ja auch ein Kind. Boah, nee. Das finde ich nicht in Ordnung. Es macht mich richtig sauer, dass der jetzt erwartet, dass der... Religiöse Feiertage haben ja was Negatives. Mich macht es richtig sauer, dass er will, dass er darauf wartet, dass sie konvertiert. Ja. Also er versucht, sie dahin zu drängen. Das geht gar nicht. Er hat aber die Hoffnung, Religion, dass ich mich ändere. Deine Religion ist etwas für dich und dem, an was du glaubst. Also das ist eine Sache zwischen euch. Und die solltest du eigentlich nur für dich ausleben. Ja, das hat ja für ihn wirklich gar keinen Unterschied, welcher Religion du angehörst. Ja, wirklich egal. Solange man das gegenseitig respektiert. Ja. Oh, deswegen lasst es andere Leute von eurer Meinung, von eurer Religion, von allem überzeugen zu wollen, wenn ihr von Anfang an wisst, die sind nicht der gleichen Meinung in diesem Thema. Und vor allem zu einer Religion konvertieren, das ist nichts, was man für jemand anders macht. Also, mich macht es einfach extrem sauer, wenn Leute nicht verstehen, was Religion bedeutet und dass das einfach nur etwas für sich selber ist und das nichts mit anderen Leuten zu tun hat. Also, so sollte es nicht sein. Zumindest Glaube. Religion ist ja nochmal so eine Gruppensache. Aber auch da musst du halt einfach mit dem arbeiten, was halt einfach der Religion angeht. Was du dir ausgesucht hast, genau. Auch, ne? Ohne da jetzt so ein Fass in eine politische Diskussion aufzumachen. Auf gar keinen Fall kommen wir nicht in die Tüte. Das ist unsere Meinung. Nee, das ist auch ein Fakt, dass Glaube ja etwas ist zwischen dir und dem, was klar. Du glaubst. Das hat ja nichts mit deiner Freundin zu tun. Du darfst auch jemanden gar nicht. Nein, das ist... Genau. Ja. Also, ich habe ihm schon so häufig klar gemacht, dass dies niemals passieren wird und ich mich für niemanden ändern... Da fehlt ein Wort. Und ändern und verbiegen werde. Außerdem hat er mich so kennengelernt, wie ich bin und sollte mich so akzeptieren. Genau. Hör mal, da geben wir uns doch die Hand, meine Liebe. Nun bin ich einfach nur noch ratlos. Wir lieben uns beide über alles, aber eine Trennung von ihm würde mir das Herz zerreißen, weil ich mir mein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen möchte. Allerdings weiß ich auch nicht, ob es für die Zukunft nicht schlauer ist, getrennte Wege zu gehen. Ich möchte nicht den Schritt wagen, mit ihm Kinder in die Welt zu setzen oder standesamtlich zu heiraten, wenn es am Ende doch alles nicht klappt, weil wir zu unterschiedliche Vorstellungen haben, wegen der Religion, was nicht immer so war. Außer diesem einen Punkt ist die Beziehung wirklich sehr schön und wir ergänzen uns in allen anderen Punkten perfekt. Ich bin auch bereit, Kompromisse einzugehen, nur er leider nicht. Was würdet ihr mir raten? Auf unsere Liebe vertrauen und Probleme in der Zukunft riskieren oder lieber den Weg der Trennung gehen? Also, auf die Liebe vertrauen kann ich in diesem Kontext nicht unterstützen. Es gibt Beziehungen, da sagt man, man ist jung. Ich mag den jetzt gerade und für ein paar Jahre mache ich mir da mit dem eine schöne Zeit. Aber ich weiß, dass das für die Zukunft nichts ist. Das machen manche Leute so und das finde ich auch in Ordnung. Die haben dann einfach ein paar schöne Jahre zusammen. Und dann trennen die sich und dann ist das auch alles ganz harmonisch und toll. So. Wenn du jetzt aber wirklich schon darüber sprichst, dass ihr standesamtlich heiraten wollt und dass ihr irgendwann Kinder wollt, aber ihr seid euch überhaupt nicht einig über die Religion, die Erziehung der Kinder, und nichts in der Zukunft, was ihr euch vorstellt, passt zueinander. Vor allem, weil er ja gar nicht kompromissbereit ist. Vergiss das einfach wirklich. Auch das geht ja. Das und geht vor nicht. Allem, wo ist der Respekt zu deiner Religion, dass du einmal im Jahr nur mal Weihnachten feierst und viel mehr machen die Christen ja auch nicht. Und tut ihm das denn so weh? Tut ihm das so weh? Das ist das wirklich... Das kann ja wirklich nicht sein, dass er... Seine Sturheit. Wie kann man denn so ignorant sein? Prinzipien, die ja auf nichts basieren, die ja auf Käse basieren, dass der das über deine Wünsche stellt. Ja, der respektiert ja deine Religion einfach leider nicht. Ja.
Das ist mega krass, deswegen Liebe hin oder her, ne? Mach dir von mir aus ein paar schöne Jahre, aber dann sag ja, ihm also sorry für die Zug. Das passt einfach nicht, in der, wenn wir irgendwann erwachsen sind und... Ja, und ich meine, dass man dieselben Werte vertritt, das ist ja das A und O. Damit steht und fällt eine Beziehung. Ja. Und dieses Jahr sonst passt alles. Ich fühle das voll, aber dieser Punkt ist so viel schwerer auf der Waage, als dass sonst alles passt, weil dieses sonst alles findest du überall, so mehr oder weniger. Ne? Aber dass die Werte passen, das ist etwas, darüber lässt sich gar nicht streiten. Ja. Das muss passen und das wird in der Zukunft, sage ich, überhaupt nicht funktionieren, sobald Kinder ins Spiel kommen. Und sowas darf man dann auch den Kindern gar nicht zumuten. Oh, man darf ja den Kindern, man darf keine instabile Beziehung ich haben und dann, sagen, Kinder, und dann Kinder kriegen. Das ist, finde ich persönlich, auch moralisch unverantwortlich, absolut ohne okay. Ende, wirklich. Ja. Okay. Ja, tut mir leid. Wir waren aber jetzt auch in Rage. Süße. Aber es ja, tut mir auch leid für sie, aber ja, das mega. Geht ja nicht. Ja. Okay. Hey, zu meiner Geschichte. Mein Freund und ich sind seit fast 3 Jahren in einer Beziehung und ich bin auch sehr glücklich mit ihm. Wir hatten gerade eine schwierige Streitphase, die, denke ich, jedes Paar durchmacht, aber wir haben es geschafft, wie wir auch bis jetzt alles andere geschafft haben. Nur gibt es jetzt ein Problem, das unsere Beziehung beeinträchtigt. Wir wohnen seit circa einem halben Jahr zusammen in einer wunderschönen Wohnung, die auch groß genug ist, mit unserem Hund. Die Wohnung vermietet seine Mutter an uns. Die Schwester von meinem Freund hat sich kürzlich von ihrem Freund getrennt und diese haben in dem alten Haus der Oma gewohnt und da kommt jetzt das Problem. Wir sollen in dieses Haus einziehen, beziehungsweise mein Freund möchte es, da es sein großer Traum war, in dieses Haus zu ziehen. Ich möchte aber nicht dort einziehen, da ich mich einfach in so einem riesen alten Haus nicht wohlfühle und ich auch überfordert bin, dieses ganze Haus dann putzen zu müssen. Es wird auch bald öfter auf Montage für paar... Ich dachte, ich gewinne den Contest. Sie haben mir richtig Mühe gegeben. Er wird auch bald öfter auf Montage für ein paar Tage weg sein, wo ich dann alleine bin. Ich habe ihm meine Ängste mitgeteilt, beziehungsweise ihm gesagt, dass ich dort auf keinen Fall einziehen möchte. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Es wäre so viel, dass ich ändern wollen würde an dem Haus und das übertrifft auf jeden Fall mein Budget. Wäre echt mega, wenn ihr das Problem in eurem Podcast besprechen könntet und ich bin echt ratlos, da ich nicht der Grund sein will, weswegen er nicht in sein Traumhaus einzieht. Süße, das finde ich eigentlich relativ einfach. Aber es geht um Klamüse. Trennung. Ja, weil sie Angst hat, dass sie sich deswegen trennen muss. Oder dass die Beziehung daran scheitert. Sag du erstmal deinen Teil, weil ich bin gerade so ein bisschen, bin jetzt gespannt, was du sagst. Also, das ist ja wirklich ein Luxusproblem, ne? Ihr kriegt ja ein dickes, fettes Haus. Das Ding ist, das entspricht jetzt nicht ganz ihren Vorstellungen, aber es ist keine Bruchbude. Sie hat gesagt, das ist viel zu groß und sie muss da viel putzen. Und am Ende hat sie gesagt, sie würde gerne sehr viel ändern wollen. Hat sie nicht gesagt, dass sie auf gar keinen Fall da einzieht? Ja, einziehen möchte. Da, guck mal, man kann da doch einen Kompromiss finden. Wenn das Haus jetzt optisch nicht deinen Vorstellungen entspricht, man kann doch schon mal langsam anfangen, so ein bisschen was daran zu verändern. So die Sachen, die dich vielleicht am meisten stören. Und dann kann man immer noch Stück für Stück das alles schön machen. Mit dem Putzen, ja, du bist auch nicht seine Putzfrau. Das muss man sich aufteilen. Wenn er in das große Haus ziehen will, dann muss er auch bereit sein, da selber natürlich seine Kraft und Energie reinzustecken und das genauso sauber zu halten wie du. Facts. Ja. Ist einfach so. Ich finde, da kann man absolut einen Kompromiss finden. Ich meine, ich habe das Haus jetzt nicht gesehen. Wenn das ein gruseliges Oma-Haus ist, dann fände ich das auch mega schlimm. Aber das können wir jetzt nicht bewerten. Aber ja, so wie sie es jetzt beschreibt, hört es sich für mich so an, ja, man muss viel ändern. Aber und natürlich, man will das sofort, aber das geht nicht. Aber dann kann man das ja Stück für Stück machen. Und wenn dann alles, oder nicht alles, aber so das, was dich stört, geändert ist, dann ist ja eigentlich alles fein. Ja. Ich finde es halt schwierig, dass sie sagt, sie will da auf gar keinen Fall, also auf gar keinen Fall einziehen. Mhm. Also man muss sich ja auf jeden Fall erstmal hinsetzen und mit ihm darüber sprechen. Du kannst ja ihm das nochmal so sagen und kannst dann sagen, guck mal, entweder wir machen das jetzt so, dass wir vielleicht für die erste Zeit, wo wir vielleicht auch noch gar nicht das Budget haben, das Haus so zu machen, dass ich mich wohlfühle,
so lange noch woanders wohnen, weil ich würde dir niemals den Traum verwehren, in dieses Haus zu ziehen. Und ich bin auf jeden Fall auch dabei, dass wir da einziehen, aber halt erst, wenn wir uns das leisten können, das so zu machen, dass ich mich da auch drin wohlfühle. Das könntest du ihm halt vorschlagen. Und wenn er dann sagt, nee, ich möchte da unbedingt einziehen und ich will mein Geld nicht irgendwo anders reinpetern, dann musst du halt nochmal sagen, dass ihr da irgendeine Lösung finden müsst. Weil du willst das ja eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Aber sie kann das... Also eigentlich kann sie sich ja, das ist ja wirklich ein komplettes Luxusproblem, aber wenn sie sagt, sie will da auf gar keinen Fall einziehen. Solange sie nicht das Budget hat, das alles schön zu machen, würde ja, ich aber sie den kann Vorschlag das, machen, du, man machen. Kann das doch Stück für Stück machen. Ja, ich weiß, finde ich auch. Und ich, wenn ich überhaupt mal ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen würde, würde ich ja wirklich Luftsprünge machen. Ja, und wenn, allein wenn die Einrichtung in einem Haus schon cool ist, ist ja schon die halbe Miete. Ist der Rest ja schon fast egal. Ja. Wenn jetzt da Kackfliesen sind, Kackwände und bla, und so diese grundlegenden Sachen katastrophal sind, kann ich das noch verstehen. Aber das können wir ja jetzt nicht bewerten. Ich finde, das ist kein Problem, was man nicht aus der Welt schaffen kann. Und da könnt ihr einen Kompromiss finden. Er kann ja auch nicht einfach so stur sagen, ich ziehe doch jetzt ein. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende so ausgeht, dass du sagst, ich kann da nicht einziehen. Er sagt, das ist mein größter Traum. Mhm. Ich muss jetzt in dieses Haus ziehen und ansonsten verlasse ich dich. Ja. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Ja. Da gibt es eine Lösung. Da werdet ihr eine Lösung finden. Du kannst ja mal mit dem Wohnungsvorschlag versuchen. Liebe Mädels, ich habe mich vor kurzem frisch von meinem Freund getrennt. 4 Jahre Fernbeziehung und davor schon 2 Jahre intensiv Kontakt gehabt, weil er typischerweise nie die Probleme geändert hat, die mich verletzten, obwohl ich 1000 Chancen gegeben habe. Nun quäle ich mich durch die Trennungsphase, da mein Alltag von ihm geprägt war und ich mich so alleine wie noch nie fühle. Habe nur 2 enge Freundinnen, die jedoch natürlich auch nicht 24/7 Zeit haben. Ich habe durch die Trennung nicht nur meinen Partner verloren, sondern auch seine Familie, die mich mega ans Herz geschlossen hatte, seinen Freundeskreis, den ich so in meiner Heimat niemals hatte und eine komplette Stadt voller Erlebnisse, die ich literally die beste Zeit meines Lebens, in der ich, die 10 Euro gehören auch wieder nicht mir. Es regt mich so oft, dass wir das nicht können. In der ich die beste Zeit meines Lebens verbrachte. Ich weiß echt nicht, wie ich nach 4 Jahren wieder alleine glücklich sein soll, auch wenn ich mir Mayas Ratschläge intensiv eingetrichtert habe. Ablenken kann ich mich schon mal abschminken, da die Männer in meiner Umgebung... Ich habe nie dazu geraten, sich mit anderen Männern abzulenken. Ich wollte gerade sagen, ablenken heißt doch nicht, dass du rumbummeln sollst. Dass sie findet auf jeden Fall die Männer eklig. Würde mich über Tipps freuen, wie man besser damit umgehen kann. Ich finde das... Sie hat so recht, vor allem wenn du lange mit jemandem zusammen bist, du verlierst nicht nur deinen Partner, sondern auch die Familie. Auch. Wenn man sich gerade vor allen Dingen, wenn man sich gut versteht mit seinen Eltern, seinen Geschwistern und so, ne? Aber das ist echt schlimm. Du hast ja die richtige Entscheidung getroffen, indem du gesagt hast, er ändert es jetzt seit Ewigkeiten nicht und das funktioniert so auf Dauer einfach nicht. Ich glaube, deine einzige Chance ist, dich erstmal mit dir selber zu beschäftigen, sodass du auch gut alleine klarkommst. Weil wenn man aus so einer langen Beziehung kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass man erstmal so denkt, ich kann gar nicht Zeit mit mir alleine verbringen. Das so. Ist das, was wir am Anfang gesagt haben, diese Gewohnheit abzulegen und erstmal so sich zu fragen, was mache ich jetzt? Ja. Das ist das Schwerste und da steckst du gerade drin und da kommen jetzt unsere Tipps. Bücher lesen zum Sport Thema eventuell. Machen. Genau, Sport machen. Neues Hobby anfangen. Sich um die Gesundheit kümmern. Kochen. Und ganz viel mit den Freundinnen und der eigenen Familie, wenn du die hast. Ne? Genau. Weil mit den anderen, das finde ich immer sehr schwierig, dann noch Kontakt mit seinen Leuten zu halten. Nee, das fände ich irgendwie auch nicht so cool. Die sind ja sowieso auch weit weg, weil die hatten ja eine Fernbeziehung. Ja, aber... Ja, nee, also da musst du musst dich einfach selber nochmal neu kennenlernen und deinen Alltag neu strukturieren. Ja. Bau dir einfach nochmal einen Plan auf und dann kriegst du das hin. Ja. Da glaube ich ganz fest dran. Das ist immer, das ist mega unangenehm irgendwie so, weil man einfach nicht weiß, wohin mit sich. Aber das löst sich mit der Zeit von alleine. Ja, ich denke auch. Ja, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Du kriegst es hin. Hallo Mädels. Ich habe mich vor etwa einem Jahr von meinem Ex-Freund getrennt. Er hat mit anderen Frauen geschrieben, mich sehr oft angeschrien und mich am Ende sehr lange grundlos ignoriert und dann hat es mir gereicht. Ich war mit ihm fast 4 Jahre lang zusammen. Mein Problem ist jetzt, dass ich extreme Bindungsangst aufgebaut habe. Immer wenn ich einen neuen Mann kennenlerne, suche ich mir etwas, was mir nicht passt. Dann beende ich es meist spätestens nach 3 oder 4 Treffen. Ich leide wirklich sehr darunter. Habt ihr Tipps, wie ich das vielleicht besser ablegen kann? Kriege ich die 10 Euro bei dem kurzen Text? Nee, ne? Sind 5er, kriegst du dafür. Okay. Also,
Das Ding irgendwie ist, ja, sag. Ich glaube halt, sie tut sich noch schwer, weil sie 4 Jahre vergeben war. Ja. Und sich. Du vergleichst ja dann auch viel, oder? Was ja, genau. Du vergleichst viel und du, weiß ich. Ich glaube, man braucht dann sehr lange erstmal, um bereit zu sein für eine neue Beziehung. Ja. Ich würde mir das mit dieser Bindungsangst gar nicht so krass einreden, weil wenn du damit nie so richtig Probleme hattest, vorher auch nicht, ich glaube, das kommt nicht einfach so. Gib dir doch einfach ein bisschen Zeit. Du kannst ja Männer kennenlernen. Es ist ja gerade mal 1 Jahr vergangen. Vor 1 Jahr, hat sie gesagt? Ja, ich habe mich vor etwa 1 Jahr von meinem Ex-Freund getrennt. Ja. Ja, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass du einfach Zeit... Und ganz ehrlich, klar, wenn du schon direkt Sachen findest nach 3 oder 4 Treffen, die dir nicht passen, dann ist das zu Recht. Dann ist das nicht so, dass du dir einredest, dass alle Männer scheiße sind, sondern du warst 4 Jahre lang in einer Beziehung, bist jetzt erst seit 1 Jahr Single. Das ist ja auch vielleicht nicht so lang. Auch noch gar nicht zu 100%, was du jetzt willst, auch vielleicht in einem Mann. Und dann ist es klar, dass du noch nicht den richtigen gefunden hast und es immer was gab, was dich aufgeregt hat. Ja. Aber kannst du ja eigentlich froh sein, dass du nicht der Typ Frau bist, der sich direkt in was anderes stürzt und sich darin dann voll verliert, weil sie Angst hat, alleine zu sein. Also das ist ja wahrscheinlich noch das geringere Übel, eine Bindungsangst zu haben, als Angst zu haben, alleine zu sein. Damit fährst du wahrscheinlich besser. In der Anfangszeit. Ja. In der Anfangszeit nach einer Trennung ist es völlig normal. Ne? Gib dir einfach ein bisschen Zeit. Und mehr kann man da auch nicht sagen, Süße. Es hat alles keine Einheit, meine Liebe. Wir versuchen ja immer, die maximalen Weisheiten rauszuhauen, aber manchmal gibt es doch einfach nichts zu sagen. Ihr seid auch teilweise schon immer auf dem richtigen Weg. Ja. Und ihr braucht nur noch mal diesen Kick. Genau, ihr braucht einfach, glaube ich, noch mal manchmal diese Bestätigung. Und wir sind auch hier, um euch zu bestätigen. Ja. Auf jeden Fall. Süße, ich habe nichts mehr im Petto. Ach so, ich auch nicht. Wirklich? Nee, das war's. Ah, interessant. Interesting, ja. Süße, da muss ich einfach noch mal durchatmen. Ich bin ja auch die ganze Zeit am Durchatmen, weil ich das einfach schon irgendwie krass finde, dass da so Mädels sind und auch ja Jungs, die uns so ihre privaten Dinge anvertrauen und die wirklich wissen wollen, was wir dazu denken. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass ihr uns die Sachen anvertraut. Und da muss man natürlich auch aufpassen, was man sagt. Aber manchmal muss man auch einfach knallhart sein. Das ist jetzt in dieser Folge Gott sei Dank nicht so doll vorgekommen, aber manchmal ist das halt so. Wir versuchen wirklich unser Bestes, da immer ganz vorsichtig zu sein, aber manchmal, wir sind halt einfach impulsiv und ihr wisst das ja auch, deswegen hoffen wir, dass das okay war. Ich kann dazu nur sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte mal ein YouTube-Format, weil ich will nicht sagen, dass ich das aufgegeben habe, aber momentan ist es in der langen Pause. Eure Love Story ist meine Reaktion. Ja, du warst da sehr hart. Kannst du ja davon ausgehen, dass ich fast jeder zur Trennung geraten habe. Und wir haben auch danach, also immer Maya, danke, ich habe mich getrennt. Ich habe mich endlich. So geil, ich war dass ja, die Mädels das dann auch wirklich checken. Aber ich war ja für so viele Trennungen verantwortlich. Ich dachte mir irgendwann so, ist das jetzt gut oder schlecht? Aber eigentlich ja gut. Aber es war trotzdem irgendwie so, oh Gott, jetzt haben die sich wirklich getrennt. War das das Richtige? So, aber nee, ja, eigentlich schon. Aber ich finde einfach, wenn du schon so sehr zweifelst, dass du, also, ne, das hat ja seinen Grund. Ja, absolut. Wenn du schon drüber nachdenkst, dann ist es wahrscheinlich auch the way to go. Ja, absolut. Um das Ganze jetzt einmal abzuschließen, kommt wie immer unsere Rubrik Quote. Süß. Das ist Käse gewesen. Ach, nochmal von vorne. Kommt unsere Rubrik Quote of the episode. Whoa, 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 whoa. Wir denken wirklich, das ist nicht peinlich, ne, da so zu jaulen. Du hast wirklich eine mördermäßige Quote. Einen auch eigentlich, ne? Nee, das Zitat, ein Quote. Lies mal vor, Süße. The quote. Das hat alles keine Funktion hier. I have a quote. Ja. If he's stupid enough to walk away, be smart enough to let him go. Deep. Deep, Süße. Boah, wie uncool wir sind. Ich hab was. Dass wir sagen, deep. Das ist mega, wir sind ja mega peinlich. Was ist los mit uns? Süße. Ich hab was. Wir sind so peinliche, große Geschichten. Das ist wirklich wieder tiefgründig, ohne Ende. Ohne Ende. Erzähl.
When you let go, you create space for better things to enter your life. Das ist so krass wahr. Das solltest du dir mal wirklich hinter die Löffelchen schreiben. Ich muss ganz kurz noch was erzählen. Ja. Ich habe letztens was mitbekommen von jemandem. Der hat überall die Zahl 2222 immer gesehen, ne? Und dann haben wir mal gegoogelt, was das heißt, weil das sind ja so Angel Numbers. Und dann war halt gerade was passiert in ihrem Leben. Und dann haben wir das gegoogelt. Da stand einfach so mäßig, dass da so ein Schutzengel ist, der einem was sagen will. Und zwar, dass sich zwar gerade eine Tür geschlossen hat, aber für jede geschlossene Tür gibt es eine weitere offene Tür. Mhm. Und das ist ja wirklich genau das. Ich fand das mega krass, dass das einfach so darüber kommuniziert wurde. Kann man jetzt dran glauben oder nicht? Ich glaube daran. Ich nicht. Und echt nicht? Nein. Krass. Du glaubst dafür an ganz andere komische Sachen. Ich glaube an gar nicht. Und das finde ich richtig gut, dieses. Das stimmt so krass. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Und meistens gibt es dann nur was Besseres. Ja. Auch in Beziehungen, du wirst immer nur besser in Beziehungen. Du gehst, wenn du in einer guten Beziehung warst und dich dann trennen musstest, wegen was auch immer, du gehst nie in eine schlechtere Beziehung rein. Ja, eigentlich. Weil du immer schlauer da rauskommst. Ja. Also eine Trennung ist traurig, ja, aber da nimmt man auch so viel für sich mit. Und man muss einfach auch für jede schlechte Erfahrung dankbar sein, weil das lässt einen einfach mega reifen und schlauer werden. Und dann passiert einem das nicht nochmal. Man hat das durchgemacht, ist auch gut. Es passiert dir kein zweites Mal. Und wenn doch, dann... Schwierig, hast du nicht draus gelernt. Ja. Musst du nochmal auf die Schnauze fallen. Man muss ja wirklich so oft selber auf die Schnauze fallen, bis man es rafft. Ja, da kann dir auch jeder sagen, was er will. So viel dazu. In dem Sinne verabschieden wir uns. Danke, dass ihr dabei wart. Falls ihr auch mal Teil dieses Formats sein wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account vorbei. Da geben wir nämlich immer die neuen Folgenthemen bekannt, wo ihr euch dann bei uns per Mail melden könnt. Unser Instagram-Account heißt SheTheManPodcast_. Und die E-Mail-Adresse für Fragen, Anregungen, Kritik, Folgenvorschläge, Rubrikvorschläge, whatever, lautet SheTheManPodcast@outlook.com. Ja, wir freuen uns auf euch auf unserem Instagram-Kanal. Ich kann nicht mehr reden, deswegen beenden wir das jetzt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.